Hallo meine Freunde und willkommen zurück bei einer weiteren Episode Dreadout. Ja, natürlich Dreadout, was denn sonst? Mein Lieblingsspiel 2014 und 15, auf jeden Fall. Ja, warum ich gestern die Folge schon so beendet habe, ohne ja jetzt hier weiterzumachen, ist 15 Minuten sind erreicht und eigentlich wollte ich mich immer an 15 Minuten halten. Ja, meistens sind es immer 20 Minuten, aber da kann ich noch ein Auge zudrücken. Aber bei 15 Minuten, da sollte man langsam den Strich ziehen. Und ja, das erhält noch natürlich die Spannung bis auf die nächste Folge. Und ja, die nächste Folge, jetzt sind wir hier und laufen durchs Labyrinth. Und ich weiß gar nicht, wo überhaupt irgendwas ist. Oh, huh! Ja. Ja. Tolle Wurst, ey. Was soll ich jetzt machen? Oh. Ich verstehe das Prinzip gerade nicht. Moment. Also, wir ketten sie gerade fest. Ah, okay. Ja. Endlich. Ich hoffe, du wirst eine rostige Zeit haben. Im Mund, Auge, was auch. Hey! Es ist unfair! Ihr Superkräfte! Hallo? Superkräfte? Es ist zu ruhig und ich sehe Brüste. Was hat das zu bedeuten? Hallo? Ich fühle mich so einsam gerade. Panon boy geus manjerat liu tangkal nu mah geus nepi ajal anakna ngararas hirup na tanah garing ulah ringrang lalakon hirup nu rek disorang sabab carita dieun ngan keur inya nu jarug galak. Korban jiwa, korban raga, asal nyaho kemerdekaan. Nom 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 nom. So. Okay, ich bin mal kurz ruhig.
Out. Ja, wir haben's geschafft. Ja. Ja, das war natürlich ein guter Beitrag. Die alte Schachtel Frau Lehrerin. Aber wenn ich die kriege, ne, dann ist vorbei. Puh. Ja, Dreadout. Dreadout ist nun damit abgeschlossen. Leider. Ich bräuchte jetzt ein paar Tempos hier, damit das besser rüberkommt, dass ich traurig bin. Ich bin voll traurig. Siehst du das? Ja. Mohammed, danke. Auch an die anderen hier, die das Spiel gestaltet haben, entworfen haben. Ich lasse das mal hier kurz durchlaufen. Ja, Dreadout, was soll ich sagen? Ihr kennt das Prozedere. Es ist ein cooles Spiel. Das müsst ihr selber spielen, weil im Let's Play, da guckst du nur zu und ja, guckst da und schaltest wieder weg. Das ist ein bisschen unspannend. Spielt ihr selber, Download ist wie immer unten eingezeichnet unterm Video. Das habe ich so gemacht. Das macht man halt so. Da müssen die Leute weniger suchen, weil heutzutage sind die Leute ja faul. Sie sind faul. Die können, die können alles, aber nichts. Sagen wir so. Also, Download ist in der Beschreibung unten. Ist eh bei Steam. Also, ob die das so oder so macht, ist mir egal. Ja, Dreadout ist ein tolles Spiel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei diesem Let's Play. Wenn ihr fleißig mitgeguckt habt und mitgefiebert und schön unterstützt habt und einen Daumen nach oben geben natürlich. Der gehört dazu zu YouTube und zu einem guten Video natürlich. Ich, mache ein bisschen zu viel Werbung für mich, aber das ist egal. Denn wir haben das Spiel durchgespielt und ich freue mich, dass es vorbei ist. Nein, ich freue mich nicht. Eigentlich würde ich schon gerne weiterspielen. Aber naja, was soll ich jetzt noch spielen, Alter? Ein gutes Spiel. Mal gucken, ich überlege jetzt gerade mal, weil ich habe ja Zeit. Welches Spiel man spielen könnte. Ja. Ich glaube, da könnte ich echt 2 Tage lang hier drum sitzen und nachdenken. Ich muss mich mal inspirieren lassen durch das sogenannte Internet. Wäre natürlich ganz gut. Was soll ich noch sagen? Es ist vorbei. Dreadout ist durch. Es wird kein Dreadout mehr geben. Sonst wird da stehen, ja, dann bitte continued. Wer weiß, vielleicht in einer fernen Zukunft oder so wird es ein Teil 3 geben, aber ich glaube eher nicht so dran. Aus ein paar Gründen, die, ja, ich weiß nicht. Vielleicht lief das nicht gut, ich weiß es gar nicht. Aber wenn ich so ein YouTuber ein bisschen durchstöbere, dann sehe ich ganz, ganz, ganz viele Dreadout Let's Plays. Also es hat schon irgendwas. Vor allem, mich hat das Spiel auch emotional gegriffen. So hier, wie auch hier im Herzen. Top Story. Ja, für Indie-Spiele, sage ich jetzt mal so, ist das ist top. Ist gut gemacht. Ist mal was anderes. Also hier diese E-Mail-Adressen. Die, ja. Ich weiß nicht, warum die E-Mail-Adressen da hinschreiben. Wenn die so zensiert sind mit dem Sternchen. Naja, ich laber wieder Kacke. Erik T., Matthew Avery, Maris. Ein Geldst? Schreibt man das so? In deren Land wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich ist ein großes Z irgendwas anderes als ein kleines Z. Merkt euch das. Man weiß es nicht. Ja. Ich würde sagen, ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle. Ich lasse noch die Namen hier durchrauschen. Fabian Walk. Okay. Farid Dariari. Wie gesagt, ich lasse den Namen durchrauschen. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Danke, dass ihr schön dabei wart bei Dreadout. Und ja, Rest in Peace für Dreadout nochmal. Und danke euch fürs Zuschauen. Euer Lil NLP. Und schaltet demnächst wieder rein, wenn es heißt Buh. Das war ein kleiner Tipp, was wir als nächstes spielen. Hat euch sie voll gruselig aus in der Kamera? Warte mal. Ich werde euch alle töten. Ja, das zu diesen Sachen. Und jetzt sage ich, haut rein, tschüss. Und wir sehen sie uns dann irgendwann mal wieder. Ne? Haut rein und klickt öfter mal rein. Danke, tschüss.
jiwa yang aku jaga terbalik tak berjaya. Untuk ini ku korbankan dan waktu berlalu. Semoga kau sembuh. Semoga kau dapat.
others? Are you by yourself? Same old crazy busybody Linda. Always gotta be checking on everyone, everything, all the time. We should have turned back at the bridge. This is my fault. Yeah. Look at me. Is there something wrong with my face?